Natürlich habe ich hier komplett alles soweit leer gemacht. Airbag-Steuergerät war nicht drin, Airbag war nicht drin, Riesenunfall gehabt. Da fühle ich mich ja wie der ein oder andere Fuscher-YouTuber, der mit so einem CL einfach auch mal so umgeht. Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es, nein, nicht um den W124, heute geht es um den Schrotti 500. Wir werden die ganzen Kabel vom Motorsteuergerät abbauen. Ihr seht, ich bin schon fleißig zugange. Ich wollte eigentlich auch kein Video machen, ehrlich gesagt, darüber. Weil da muss man sich halt ein bisschen konzentrieren. Und darum habe ich gesagt, ich mache lieber kein Video. Ja, ich habe auch ein paar Tage kein Video gemacht. Genau, ich war krank. Ja, bis meine Temperatur ein bisschen höher gegangen ist, dann dachte ich, oh, ihr wisst ja, was sein kann. Und dann dachte ich, oh mein Gott, aber war zum Glück doch nicht. Die Bremsscheiben sind da. Und das meinte ich von der Höhe. Ne, ihr seht den Unterschied. Einzige Problem, was wir haben, wir brauchen genau 5 mm Platten, weil ansonsten, weil der hier genau hier an der Scheibe berührt hat. Ich habe jetzt diese 5 mm Dinger reingemacht. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ist deine Mutter drauf und eine Dichtung drauf? Mutter ist nur deswegen da, weil ich genau wissen wollte, wie viel Millimeter brauchen wir an Abstand. Es sind genau 5 mm, habe ich geschaut. Nur das Problem ist, sobald ich das reinmachen wollte, ist die Mutter immer runtergefallen und ich habe gesagt, weißt du was, jetzt kriegst du eine Dichtmasse drauf. Jetzt ist das quasi festgeklebt und ihr seht, das Ding ist schön fest. Hitzeblech kommt ab. Und viele haben natürlich auch gefragt, Yunus, würde diese Narbe nicht passen? Leider nicht, weil die Narbe einfach viel zu dick ist. Habe ich schon geguckt, sonst hätte ich das auch schon gemacht. Ich habe die abgebaut und geguckt, die sind genau gleich lang. Wir hätten trotzdem die Scheibe ändern müssen, so oder so. Heute geht es eigentlich nur darum, wie gesagt, Elektrik. Und ihr seht, hier habe ich schon viel abgeschnitten und das ist noch gar nichts. 4 oder 5 Steuergeräte habe ich schon ausgebaut, die ich schon abgesteckt habe. Und das ist schon krank. Hier ist einmal der Sicherungskasten. Davon habe ich auch schon 2 abgebaut. Ich zeige euch nur ein bisschen, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, was für ein Kabelsalat wir hier drin haben. Das ist krank. Guckt euch mal bitte an. Und das geht noch so weiter. Das ist krank. Wie viel Kabel wir hier überall haben. Darum wollte ich auch kein Video machen, weil ich mich echt konzentrieren muss. Und dann bei so einem Kabelsalat und ein Fehler, ein falscher Kabel, heißt Endeffekt stundenlange Suche, wenn ich was überhaupt finde. Oh, der ML. Apropos der ML. Ja, so eine Art. Also wir müssen den Kühlschrank mit dem Auto im Prinzip synchronisieren. Aber jetzt will ich das in Action sehen. Ich will den AMG leiden sehen hier. Hast du das gehört? Ja, hast du das gehört? Ja. Ey, ja, das ganze Boden hat gewackelt. Biest, echt ein Biest. Genau, das kommt. Die Tage. Ich habe noch was entdeckt, was natürlich krass ist. Hat doch so ein bisschen größeren Schaden gehabt als vermutet. Achtet selber und macht euch selber bitte ein Bild. Mehr sage ich dazu nicht. Achtet mal hier. Ihr seht, schön gerade, so wie ihr es kennt. Man kann alles erkennen. Super. Hier ist natürlich, wo der ganze Sicherungskasten und die Steuergeräte verbaut sind. Da ist dieses Sicherungskasten nur drin gewesen, den ich auch übernehmen werde in den W124. Die Batterie wird wegkommen, die wird nach hinten kommen. Und den werde ich dann so einbauen. Dass das auch original aussieht, ne? Das möchte ich ja auch haben. Ihr habt das da drüben gesehen, jetzt achtet mal hier bitte. Hier waren die ganzen Steuergeräte verbaut, wie zum Beispiel ABC-Fahrwerk und ESB, ABS und so weiter oder andersrum. Guckt euch diesen Knick an. Dieses Auto war eigentlich richtig Schrott. Schrott. Sowas konnte man gar nicht fahren. Und jetzt stell dir mal vor, ich bin damit 200 gefahren. Ich muss aber dazu sagen, okay, der lässt sich schon gerade fahren.
Aber trotzdem, dieses Auto war ein Totalschaden, was eigentlich auf die Straße gar nicht mehr gehört. Wisst ihr, wo ich das aber gemerkt habe? Das ist der Sicherungskasten von denen. Der war so kaputt. Dann habe ich gesagt, warum zum Teufel hat ein Sicherungskasten Riss? Ja, und dann habe ich die Stelle gesehen und dann habe ich nur noch mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, krass. Das ist nochmal das ganze Kabelbaum, was ich brauche. Es sieht wild aus. Ist es aber nicht. Es gibt Schlimmeres. Ich habe schon vieles, viel schlimmere Sachen. Ich muss auch sagen, ich habe aber ein, zwei Fehler gemacht. Ich überlegen musste und sagen, hätte ich da mal ein Foto gemacht, bevor ich das rausbaue. Sicherungskasten ist am Start, das brauchen wir. Dann haben wir einmal Getriebesteuergerät. Das brauchen wir auch. Und zuletzt brauchen wir natürlich den Motorsteuergerät. Ob wir es wollen oder nicht, Armaturenbrett muss ab. Kabelbaum ist eigentlich nicht so schlimm. Das Problem ist nur das ganze Kabelbaumgedünste. Und wenn man da was schneidet, muss man aufpassen und richtig konzentriert sein, schneidet man auch nicht das falsch ab. Das wird nackt. Das nenne ich doch einen Kabelsalat hier, ne? So langsam zweifle ich das an, der überhaupt starten wird. Ob wir vielleicht doch ein Freiprogrammiersteuergerät holen oder so. Das ist ja krass. Achtet mal, was ist denn eigentlich hier? Ja, was wohl? Steuergerät für Airbag. Einfach rausgeholt. Krass, einfach nur rausgeholt. Ja, brauchen wir ja nicht. Der Wagen ist ja sowieso Schrott. Hier Pedal abgebaut, Teppich abgebaut. Wir haben ein bisschen Geld gefunden, wenigstens das. Kann er uns ja ein paar Euro da lassen, was wir zu viel bezahlt haben für den Wagen. Eigentlich, was ich schon immer machen wollte, oder so wie der ein oder andere YouTuber. Einfach alles kaputt machen hier. Kaputt machen, einfach kaputt. Macht schon Spaß. Einfach was rausziehen. Bei Mittelkonsole bekommt der liebe Wetter von mir. Das ist das hier, das komplette Teil hier. Damit er sein Auto von dem kleinen Navi auf den großen Navi umbauen kann. Und achtet mal hier, hier sind die alten Anschlüsse alle. Einfach mal drinnen gelassen. Braucht man, was soll man damit machen? Lass doch einfach drinnen. Haben wir ja Platz genug hinten. Einfach drinnen gelassen hier. Und hier ist natürlich kein Airbag drinnen. Ja, warum auch? Wir haben ja auch kein Steuergerät für Airbag, ne? Alles soweit leer gemacht. Wärmetauscher habe ich rausgeholt, Lüfter habe ich rausgeholt. So, dass ich eigentlich alles so sehe, was ich abbaue, ne? Teppich habe ich da auch rausgenommen, hier überall. Die Verkabelung ist so übel gemacht hier. Ehrlich, ich habe mir das ein bisschen einfach vorgestellt, ehrlich gesagt. Aber besser so. Es muss auf jeden Fall knallen. Wann habe ich geschwitzt hier? Es muss knallen, es muss auch schwer sein. Es einfach wäre, hätten wir hier 1000, 500er, ihr wisst es. Airbag-Steuergerät war nicht drin, Airbag war nicht drin. Riesenunfall gehabt, krass. Mal gucken, was wir noch im Tagesauge noch alles sehen. Wie gesagt, wir haben schon hier 1 Uhr und jetzt machen wir erstmal Feierabend. Ich schneide das Video. Ja, aber das ist schon geil geworden. So, wenn es euch gefallen hat, wie immer, einen Daumen hoch. Passt auf dich auf. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft und Verzicht. Bis zum Kontrakt.